Test bei Autotest Schwaben habe, den Skoda Fabia Generation 2, wie er ab 2007 bis ins Jahr 2013 angeboten wurde. Ja, es gab dieses Fahrzeug sowohl als fünftürige Fließhecklimousine wie hier. Dann gab es natürlich den Kombi, wie beim Vorgängermodell. Den Fabia, man sieht sie an der Felge, ist eigentlich ein Fahrzeug, was auf Plattform des VW Polo steht. Ja, er ist ein Plattformbruder des VW Polo. Es gab ihn als Dreizylinder 1,2 Liter mit 64 PS. Dann gab es einen 1,4 Liter, das war der bessere Motor. Wir haben hier den kleinen 60 PS. Dann gibt es eine 70 PS Version von diesem 1,2. Dieses Fahrzeug hat auch erst 63.000 Kilometer. Dann gab es, wie gesagt, den sehr empfehlenswerten 1,4 Liter mit knapp 90 PS. Es gab ihn auch mit 1,6 Liter. Es gab natürlich die obligatorischen Dieselmotoren aus dem VW-Konzernregal SDI und TDI. Der Fabia ist, wie gesagt, auf Basis des Polo aufgebaut. Deshalb hat er auch einige Schwächen vom Polo übernommen, wie zum Beispiel die Dreizylindermotoren, die mit ihrer Steuerkette Probleme machen, aber auch hin und wieder natürlich Probleme mit Ölverlust, Motor und Getriebe zu kämpfen hatten, aber auch Probleme mit diesen typischen Zylinderkopfgeschichten. Der Fabia gilt als recht solide verarbeitet im Innenraum. Er ist praktisch ein recht schickes Fahrzeug. Auch ein Blick unter das Auto lohnt. Hier mal genau die Abgasanlage. Die ist häufig durchgerostet nach 4-5 Jahren. Dieses Fahrzeug hier stammt aus dem Jahr 2008, hat erst 64.000 Kilometer und ist für 5.000 Euro sicherlich keine schlechte Option. Ja, die Konkurrenz des Skoda Fabia war damals hauptsächlich VW Polo, Opel Corsa, der Ford Fiesta natürlich. Ja, insgesamt ein recht solides Fahrzeug. In diesem Preissegment ist das Skoda Fabia von uns bekommt das Modell 2 gebaut. Zu den Stärken des Skoda Fabia: er bietet eine ordentliche Verarbeitungsqualität, guter Fahrkomfort, solides Fahrwerk, gute Bremsen. Zu den Schwachstellen gehören die Dreizylindermotoren mit 1,2 Liter Hubraum, Ölverlustmotor, Getriebe, Abgasanlage macht Probleme, es gibt Elektrikprobleme bei diesem Fahrzeug. Von uns bekommt er 3,5 von 5 Sternen und ein noch empfehlenswert.